Bürger demonstrieren gegen Neonazis. Mehr als 1000 Menschen zeigten am Nachmittag friedlich Gesicht gegen rechts. Anlass war eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle, wonach ein bekannter Rechtsextremist seinen Laden in der Gemeinde nicht schließen muss. Das Geschäft gilt als Treffpunkt der rechten Szene. Dieses Urteil, das war für uns wie so ein Weckruf. Das heißt also, steht auf, Tostedt steht auf und wir müssen etwas unternehmen. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten Parteien, Vereine und Verbände. In der Vergangenheit hatte es in Tostedt immer wieder Probleme mit Neonazis gegeben. Widerlich war das, ein dummes Geschrei von dem Burschen. Tostedt gegen Nazis. Wenn Sie durch die Orte hier fahren, sehen Sie, dass jedes dritte Haus eine deutsche Fahne im Garten hat und überall latent fremdenfeindliche Sprüche geklopft werden. Im Anschluss an die Demonstration luden die Kirchen zu einer Friedensandacht ein.